Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barbecue aus Dichtendorf. Vielen Dank für eure super Kommentare gestern zu dem 1000 Abonnenten-Special. Dafür habe ich jetzt hier nochmal eine Kleinigkeit. Wir machen ein Spanferkelrücken, ist das. Den werden wir gleich rollen und werden den auf der Rotisserie mit ein paar Rosmarinkartoffeln zubereiten. Dafür habe ich hier einfach so ein paar kleine Drillinge vorgekocht, in eine Schale gegeben, ein bisschen Rosmarin drauf, Olivenöl. Und die stellen wir gleich unter dem Grill. Hier habe ich einen kompletten Spanferkelrücken besorgt aus dem Großmarkt. Hier ist noch das kleine Filet, das war auch noch mit drin. Das ist die Hautseite. Hier ist die Fleischseite. Sieht echt super aus, da kann man nicht meckern. Dann brauchen wir noch ein bisschen Metzgergarn, ein bisschen Fleur de Sel. Von Klaus benutze ich jetzt mal hier noch ein bisschen Rosmarinkartoffelgewürz und den Sauereirapp. Das kommt ganz gut dazu. Jo, dann fangen wir gleich mal an. So, fangen wir an, dass wir uns noch ein bisschen Olivenöl über unsere Kartoffelchen geben. Mischen wir einfach ein bisschen durch. Das war schon, damit halten wir uns gar nicht mehr auf. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Star. Das ist hier unser Spanferkelrücken. Jetzt habe ich überlegt, sollen wir den einschneiden, sollen wir den nicht einschneiden. Wir werden ihn einschneiden, aber nicht ganz so viel. Es war rautenförmig, sagen wir mal so im 4-5 cm groß. So, wenn wir das haben, so ein bisschen rautenförmig, 4-5 cm ungefähr, nehmen wir uns ein bisschen Fleur de Sel, geben uns das hier über unsere Schwarte und reiben das nach Möglichkeit ein bisschen hier in die Ritzen rein. Da braucht ihr auch gar nicht geizig sein. Dann drehen wir unser Stückchen Fleisch mal um. Nehmen uns die Gewürzmischung von Klaus. Sauerei. Geben das großzügig hier rein. Das einzige Gewürz, was da dran kommt jetzt, bis auf das Salz, was außen ist, deswegen könnt ihr da ruhig ein bisschen großzügiger auftragen, aber auch nicht zu großzügig. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Soll uns lang, drücken das ein bisschen fest. Und jetzt fangen wir an, dass wir von der Seite hier das einfach nach Möglichkeit mit ein bisschen Druck und Zug aufwickeln. So. Dann legen wir uns den eben kurz zur Seite und verteilen mal eben unsere Bänder. So Leute, so sieht das Ganze gebunden aus. Ich habe das jetzt hier 5-6 Mal gebunden, ein bisschen stramm, doppelten Knoten rein, die restlichen Bänder abgeschnitten. Jetzt versuchen wir, den Apparat mal auf unsere Rotisserie zu bekommen. Nach Möglichkeit wäre es super, wenn es ziemlich mittig klappt. Also wenn er auf der anderen Seite wieder ziemlich mittig rauskommt. Oh, und das war gar nicht so verkehrt geklappt. Jetzt nehmen wir unsere Krallen. Dass er schön fixiert ist. Ja, den machen wir mal so. So ist besser. Kann er hier nicht abhauen. Ja. Ziemlich stramm. Ja, schon ein paar. Warte. Jetzt gehen wir zur anderen Seite. Setzen unsere zweite Kralle da drauf. Jetzt drücken wir das auch ein bisschen stramm und ziehen sie fest. Und somit habt ihr euren Spieß schön auf eurer Rotisserie. Und jetzt sehen wir uns gleich am Grill wieder. So, jetzt halt, dass wir unsere Rotisserie einhängen. Zack. Hängt ziemlich mittig, immer darauf achten. Drehen einmal Gas auf. Und jetzt machen wir das so, dass wir alle vier Brenner auf kleinste Kraft anmachen. Und den Heckbrenner haben wir auch auf angemacht. Den setzen wir auch auf kleinste Flamme. Jetzt starten wir unsere Rotisserie. Ihr seht, sie läuft genau falsch rum. Das wollen wir nicht. Sie muss immer andersrum laufen. Genauso, dass das Fett hochgezogen wird und sich langsam wieder über euer Fleisch verteilt.
Dazu kommen jetzt noch unsere Kartoffeln. Die schieben wir einfach unten drunter, dass das austretende Fett von der Schwarte und von dem Fleisch schön in unsere Kartoffeln reintritt. Und das Ganze lassen wir jetzt erstmal drauf, bis wir ungefähr eine Kerntemperatur von über 70 Grad, leicht über 70 Grad haben. Aber wir werden gleich zwischendurch mal nochmal kontrollieren, den Deckel aufmachen und dann holen wir euch wieder dabei. Der Grill hat sich jetzt ungefähr bei 200 Grad eingependelt. Ich habe die mittleren Brenner ausgemacht. Rechts und links auf ganz kleine Flamme und nur den Backburner auf kleinste Kraft an. So sieht das Ganze schon aus. Ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Das kann sich schon sehen lassen. Die Kartoffeln schmoren schön unten vor sich hin. Unser Braten dreht sich. Es fängt langsam an, was wir eine Kruste bekommen. Aber das zeige ich euch gleich noch. Es war jetzt ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde drauf. Schließen wir den Deckel wieder und warten. So, schaut euch das an. Unser Fleisch ist eigentlich gut. Ich habe gerade die Kerntemperatur gemessen, da sind wir bei 72, 73 Grad. Jetzt habe ich den Backburner voll aufgedreht, dass wir noch eine richtig schöne Kruste bekommen, beziehungsweise dass das so aufploppt wie hier im besten Fall. Das lassen wir jetzt mal noch so 5, 6 Minuten drauf, aber immer unter ständigem Beobachten. Nicht, dass wir gleich alle schwarz haben. Ja, ich lasse euch jetzt mal 30 Sekunden mit der Kamera alleine, dass ihr euch das ein bisschen beobachten könnt. Und dann sehen wir uns gleich zum Tellerbild wieder. So, Zeit zum Runternehmen. Die Schwarz kriegen wir leider nicht noch mehr aufgeknuspert. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Machen wir alle Brenner aus. Und jetzt nehmen wir unsere rote Sirori runter. So Leute, Tag der Abrechnung. Ich habe uns schon ein bisschen was von unseren Kartoffeln besorgt, von unserem Teller. Hört mal. Also so schlecht ist die Kruste wohl nicht. Wir werden jetzt mal einen Mittelschnitt machen. Ganz spontan, ist natürlich glühend heiß, der Fifi. Und jetzt, Freunde, guckt euch das an, das nenne ich saftig. Außen eine wunderbare, geile Kruste und innen das Fleisch richtig schön saftig. Jetzt schneiden wir uns mal ein Scheibchen runter. Geben das auf unseren Teller. So, hier haben wir noch unser Band, was wir dran hatten. So, wollen wir auch mal kosten. Fangen wir mit unseren Rosmarinkartoffeln an. Super lecker, vor allen Dingen geil, dass das ganze Fett, was rausgetropft ist, der Saft von dem Fleisch in die Kartoffeln getropft ist. Aber jetzt testen wir mal unseren Darsteller. So, ein bisschen was von allem, Fleisch, Kruste. Und das, Leute, ist richtig geil. Da wir das Fleisch nur ein bisschen gesalzen haben, die Kruste, eine Gewürzmischung drin reingemacht haben, gar nicht gefüllt oder sonst irgendwas, dass man auch nochmal den Geschmack von dem Fleisch generell selber hat. Absolut geil, super klasse, richtig, richtig saftig. Kerntemperatur lag jetzt ein bisschen über 70 Grad, 75 Grad circa. Ganz einfach eigentlich zu machen, wenn ihr eine rote Serie habt. Wenn ihr keine habt, könnt ihr das auch aufs Ablagerwerk rauslegen, alle Brenner unten drunter anmachen, die Schale drunter stellen, geht genauso. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, vielleicht einen schönen Kommentar oder sogar ein Abo. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Barbecue aus Lichtendorf.